Herzlich willkommen beim Hypnosalon. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Und wieder mit dabei ist wie immer Frauke Niehus in Gießen. Und dieses Mal, hallo Frauke, dieses Mal Christina Heil in Pforzheim. Und das Thema unseres heutigen Hypnosalons ist Psychotherapie bei Körper- und Sinnesbehinderungen. Da ist Christina wirklich eine ausgesprochene Expertin. Wie immer hören Sie zunächst den Vortrag und dann können Sie das Handout zum Vortrag auch im Methodenschatz von Frauke Niehus finden. Und Frauke wird die Christina jetzt vorstellen. Nach dem Vortrag von Christina ein paar Informationen und wir werden dann die Fragen an Christina stellen. Ja, Genau. liebe Frauke. Genau. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Christina. Wir kennen uns eigentlich über ein ganz anderes Thema, nämlich du hast einen Artikel über Hochbegabung im Psychotherapeutenjournal veröffentlicht und darüber sind wir in Kontakt gekommen und seitdem geblieben. Und du bist psychologische Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie und führst eine Privatpraxis in Pforzheim. Und bist heute zu dem Thema Körper- und Sinnesbehinderung hier, was ein weiterer Schwerpunkt von dir ist. Du bist selber mit 13 Jahren erblindet und kennst also sowohl die Perspektive von nicht behinderten Menschen als auch von behinderten Menschen, was natürlich ein ganz großer Vorteil ist, wenn du uns jetzt über das Thema berichtest. Und was natürlich auch dazu führt, dass du ein sehr realistisches, praktisches und alltagstaugliches Verständnis und Wissen über diese Thematik hast. Und bist auch seit über 10 Jahren als Dozentin für das Thema bekannt und hast etliche Buch- und Zeitschriftenartikel veröffentlicht. Und wir danken dir sehr, dass du hier bist und freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank, Frau P. und Manfred. Ich freue mich sehr über die Einladung und über das Interesse am Thema Körper- und Sinnesbehinderung in der Psychotherapie. Das Thema Körper- und Sinnesbehinderung in der Psychotherapie. Frauke hat es ja gerade schon gesagt. Ich bin schon seit einigen Jahren dazu als Dozentin tätig, bin natürlich durch meine Blindheit da selbst auch betroffen. Und weshalb ich da drauf kam, ist einfach, dass ich immer wieder gehört habe von Menschen, die von einer Behinderung betroffen sind, dass sie ganz, ganz große Schwierigkeiten haben, irgendwie Zugang zu finden zu einer Psychotherapie. Also es ist schwierig, einen Therapeut zu finden und auch in den Therapien ist es oft schwierig, dann verstanden zu werden und auch wirklich die relevanten Themen zu bearbeiten. Und deswegen war es mir einfach ein Bedürfnis und liegt es mir am Herzen, dazu zu informieren, Unsicherheiten zu reduzieren und einfach Anregungen zu geben, was man denn tun kann, was mögliche Ansätze sind. Das Ganze ist auch therapieschulenübergreifend. Und zwar im Grunde eben deswegen, weil es jetzt nicht die Methode gibt, um Menschen mit Behinderung zu behandeln, wo man jetzt sagen müsste, die müssen Psychotherapeutinnen und Therapeuten anwenden, sondern es sind eher Hintergrundthemen, die zu beachten sind. Und das ist eben im Grunde ja übergreifender Fall, egal mit was für einem Therapieverfahren man arbeitet. Was Sie jetzt hier sehen, ist eine Statistik über die Häufigkeit von Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis. Es ist ja halt so, dass es in Deutschland keine Nationalstatistik gibt über die Gesamtheit aller Menschen mit einer Behinderung. Aber die Erhebung vom Statistischen Bundesamt, die zeigt zumindest schon mal, es ist jetzt kein ganz seltenes Thema. Es kommt schon wirklich häufig vor und eben umso häufiger mit zunehmendem Lebensalter. Ja, zunächst mal möchte ich ein bisschen was sagen zur aktuellen psychotherapeutischen Versorgungssituation. Ich hatte das ja gerade eben schon angedeutet. Es gibt oft Schwierigkeiten, eben einen Platz zu finden. Also es ist auch wirklich so, dass Menschen mit einer Behinderung häufig abgelehnt werden.
mit solchen Begründungen, dass sich die Therapeutinnen und Therapeuten nicht auskennen oder sich das nicht zutrauen und deswegen einfach schon gar nicht sich so eine Arbeit vorstellen können. Und es ist nicht nur in ambulanten Behandlungen der Fall, sondern auch in stationären Behandlungen. Also gerade bei Kliniken ist es ganz, ganz schwierig. Da heißt es dann häufig, man kann den Mehraufwand nicht leisten oder die Menschen könnten am Behandlungsprogramm nicht teilnehmen und so weiter. Aber in der Regel ist es so, dass das nicht auf tatsächlichen Erfahrungen beruht, dass das nicht geht, sondern eben eher auf Ängsten und Vorbehalten. Ja, und jetzt möchte ich noch kurz was dazu sagen, was die Hintergründe sind, dass es so ist. Also, wenn man sich mal anguckt, wie dieses Thema beachtet wurde, wie damit umgegangen wurde, bis vor kurzem in der psychotherapeutischen Aus- und Weiterbildung, dann ist es kein Wunder, dass die Lage so ist, weil es halt wirklich bis vor ein paar Jahren praktisch nicht beachtet worden ist. Also ich habe das selber so erlebt. Ich habe im Studium nichts drüber gehört. Ich habe in meiner Therapieausbildung nichts drüber gehört. Vor allem eben nicht über die Körper- und Sinnesbehinderungen. Ich hatte in einem Lehrbuch für klinische Psychologie ein Kapitel über Intelligenzminderung drin. Aber ansonsten war da wirklich gar nichts. Und man kann natürlich auch nicht davon ausgehen, dass alle Therapeuten und Therapeutinnen eben aus dem persönlichen Umfeld schon jemanden kennen mit einer Einschränkung. Und man kann eben auch nicht erwarten, dass Menschen Naturtalente sind, wie man mit sowas umgeht. Deswegen ist es total nachvollziehbar. Zum Glück hat sich die Situation in den letzten Jahren etwas geändert. Es gibt vereinzelt Literatur und Fortbildungen zu dem Thema, aber es ist eben so, dass diese Literatur, die es gibt, eben nicht in der gängigen Fachliteratur zu finden ist. Also wer sich ein Buch kauft zu einer bestimmten Störung oder zu einer Therapiemethode oder eben allgemein zur Psychotherapie, wird dieses Thema darin nicht finden. Man muss dann schon speziell eben gucken, wo man es findet. Und was auch ein sehr, sehr großer Fortschritt ist, ist die Einbeziehung des Themas in die Approbationsordnung, also in den neuen Studiengang Psychotherapie. In den Masterstudiengang ist es mit aufgenommen worden. Da gibt es also in verschiedenen Paragraphen eben Absätze, die besagen, dass es enthalten sein muss, neben anderen Themen wie Migrationshintergrund, höheres Lebensalter und so weiter. Und wie das dann natürlich in der Umsetzung passiert, das wird die Zeit zeigen, aber auf jeden Fall ist es schon mal ein sehr großer Fortschritt. Was ich gemacht habe, um so ein bisschen die Vernetzung zu fördern in dem Bereich, ich habe eine Mailingliste eingerichtet, eine kostenlose für alle Kolleginnen und Kollegen, die interessiert sind am Thema. Also wer möchte, findet auf den Folien, die ja dann auch im Methodenschatz, zu finden sein werden, die ganzen Informationen und auch die Anmeldeadresse. Ja, dann möchte ich einen kurzen Überblick geben über Ansatzpunkte und Theorien aus der Literatur. Und wie ich schon sagte, zu einzelnen Behinderungen gibt es einige Veröffentlichungen, was aber deutlich seltener ist. Und das ist aber eigentlich für Therapeuten das Wichtige. Das sind Publikationen zu Körper- und Sinnesbehinderungen allgemein. Weil wir haben ja alle in der Praxis jetzt nicht die Kapazitäten, um uns zu jeder Behinderung, die uns begegnet, irgendwie speziell einzulesen. Es ist ja schon was, was auch ein bisschen effizient gehen sollte. Und es gibt übergreifende Themen und das ist aber in der Literatur nicht so sehr vertreten. Ein paar Publikationen möchte ich vorstellen. Zum einen gibt es eine Publikation von Artman und Daniels, die ist schon ein paar Jahre alt, aber benennt wichtige Aspekte. Die Autoren sagen, es ist wichtig, vor allem äußere Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Menschen mit einer Behinderung überhaupt Zugang haben zu einer Therapie. Zugängliche Gebäude für Menschen mit einer Körperbehinderung, Therapiematerial in digitaler Form für blinde und sehbehinderte Menschen. Sowas wie Bildtelefone ist natürlich in der Zwischenzeit überholt,
Da haben wir jetzt natürlich viel erreicht durch die ganzen Videositzungen, die wir anbieten können, was es dann auch Menschen mit einer Behinderung erleichtern kann, an der Therapie teilzunehmen. Und dann sagen sie eben darüber hinaus, es ist auch stark ein gesellschaftliches Konstrukt, wie mit einer Behinderung umgegangen wird. Oft sind die Hürden eben nicht nur äußerer Natur, sondern es geht auch viel um Vorurteile, mit denen Menschen mit einer Behinderung konfrontiert sind. Und es ist deshalb wichtig, diese Menschen zu ermutigen, dass sie für ihre Rechte einstehen. Dann gibt es einen Ansatz von Olkin, der nennt sich Disability Affirmative Therapy. Im Grunde ist es ein Modell zur Fallkonzeption, wo verschiedene Bereiche erhoben werden bei Menschen mit einer Behinderung, mit dem Ziel eben, dass die Rolle der Behinderung im Therapieprozess realistisch ist, also dass es weder unter- noch überbewertet wird. Und diese Bereiche der Fallkonzeption umfassen sehr, sehr viel. Also im Grunde die Behinderung in allen Lebenskontexten, im Beruf, in der Familie, die Entwicklungsgeschichte des Patienten, intime Beziehungen, Religiosität und so weiter. Und aber auch nicht nur das soziale Umfeld und der Lebenskontext sind relevant, sondern eben auch innere Prozesse der Klientinnen und Klienten, also zum Beispiel, wie geht jemand selber mit seiner Behinderung um? Was hat er für ein Konzept davon? Wie ist das Verhältnis zur Behindertenkultur? Was sind Emotionen, die durch die Behinderung ausgelöst werden? Wie werden die verarbeitet und so weiter? Ein ganz anderer Ansatz stammt aus der Psychoanalyse von Hosemann. Und da geht es sehr, sehr stark um die Gegenübertragungsreaktion. Also er hat bei sich selbst bemerkt, dass eben eine Behinderung oder die Konfrontation mit einem körperbehinderten Mensch bei ihm eine sehr aggressive Reaktion ausgelöst hat. Er wollte mit ihm gar nicht arbeiten, hat gemerkt, er hat eine ablehnende Haltung ihm gegenüber, aber es ist ihm gelungen, das zu reflektieren. Und er hat eben daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass eine Konfrontation mit einem behinderten Mensch einfach bei einem Nichtbehinderten unbewusst ganz viel auslösen kann. Zum Beispiel Ängste, selber mal mit einer Behinderung konfrontiert zu werden oder eben die Konfrontation mit eigenen Unzulänglichkeiten. Und deswegen erachtet er es für wichtig, solche Gegenübertragungen wahrzunehmen, die anzugucken und die eben so weit zu korrigieren, dass man dem Mensch aufgeschlossen begegnen kann. Und letzter Ansatz ist von Glasenapp. Im Grunde sieht man, die Themen wiederholen sich. Also auch da äußere Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden. Es gibt äußere und innere Barrieren. Und er erachtet es eben als relevant, dass eben Barrieren abgebaut werden, um den Zielgruppen Zugang zur Therapie zu ermöglichen und dass eben vorhandenes Wissen flexibel genutzt wird und dass eben auch eine Therapeutenpersönlichkeit gefördert wird, die Freude hat an Weiterentwicklung und das nicht als Bedrohung empfindet. Und das sind alles wichtige Aspekte, die hier aufgeführt sind. Aber es sind halt alles einzelne Themen, die wichtig sind und was es eben noch nicht gab, also auch als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und recherchiert habe und alles zusammengetragen habe, ist eben ein Ansatz, der die Dinge im Gesamten betrachtet. Und das habe ich eben versucht umzusetzen, also auch in meinen Seminaren und Vorträgen und in meiner Arbeit. Und den Ansatz, den möchte ich Ihnen vorstellen. Und im Grunde sind vier Bereiche eben relevant. Das sind die äußeren Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen. Es ist so das Thema, wie gehen wir Therapeuten mit Emotionen um, die durch die Behinderung ausgelöst werden, durch die Konfrontation damit. Und dann als drittes Thema, wie können wir es denn schaffen, behinderungsrelevante Themen in der Therapie zu identifizieren? Und als vierter Punkt, was sind Fertigkeiten, die für behinderte Menschen wichtig sind?
um ein gutes und glückliches Leben zu führen. So, und ja, jetzt zunächst mal zu den äußeren Rahmenbedingungen. Ich habe das jetzt gegliedert nach Behinderungsarten. Zunächst beginnen wir mal mit den Körperbehinderungen. Wie gesagt, es gibt keine umfassende Häufigkeitsstatistik, aber Schätzungen zufolge sitzen knapp 2% der Menschen im Rollstuhl. Dann kommen noch weitere körperliche Einschränkungen dazu. Also daran sieht man schon mal, dass es sehr viele Menschen betrifft. Und da ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, es sind Barrieren da, um überhaupt in eine Praxis zu kommen. Und die sind ganz erheblich. Die Stiftung Gesundheit hat vor ein paar Jahren eine Erhebung gemacht, wie das denn aussieht in Praxen von Ärzten und Psychotherapeuten. Und da kam raus, dass eben nur ein Drittel der Praxen eins oder mehrere Kriterien der Barrierefreiheit erfüllt. Das heißt, das ist sehr, sehr relevant. Und was heißt Barrierefreiheit? Zum Beispiel sowas wie Rampen statt Treppen. Eine Türe, die breit genug ist, dass ein Rollstuhl durchpasst, ein behindertengerechtes WC und so weiter. Und je größer die körperliche Einschränkung ist, desto mehr Voraussetzungen muss natürlich auch das Gebäude erfüllen. Was es jetzt gibt, um diese Situation zu verbessern, es gibt von der Stiftung Gesundheit eine Datenbank. Diese ganzen Links sind auch in der Literaturliste drin, die dann später im Methodenschatz verfügbar sein wird. Und in dieser Datenbank sind eben Praxen von Ärzten und Therapeuten registriert mit Merkmalen der Barrierefreiheit, wo man dann nachgucken kann, wo ist eine Praxis, die ich auch suchen kann. Was es auch gibt, ist von der Stiftung Gesundheit ein Online-Tool Barrierefreiheit. Also wenn Behandler eben Interesse haben, die Praxis barrierefrei einzurichten, dass sie da auch Anregungen und Infos finden, wie man sowas machen kann. Ja. Und wenn Menschen mit einer Körperbehinderung es eben mal geschafft haben, in eine Praxis reinzukommen, das Arbeiten an sich, wenn jetzt nicht gerade eine Sprachbehinderung vorliegt, das geht natürlich von den äußeren Rahmenbedingungen her genauso wie mit allen anderen Klienten auch. Dann zum Thema Hörbehinderung und Gehörlosigkeit. Es gibt in Deutschland etwa 80.000 Menschen, die gehörlos sind, zumeist über Gebärdensprache kommunizieren, also im Grunde mit Gesten, mit Mimik und häufig auch eine sehr große Affinität haben zur sogenannten Gehörlosenkultur. Also es ist einfach eine Gemeinschaft von hörbehinderten Menschen, die sehr aktiv ist, sehr viele Treffen veranstaltet, kulturelle Veranstaltungen organisiert und sportliche Veranstaltungen, eigene Zeitschriften hat, eigene Gottesdienste und so weiter. Es gibt darüber hinaus auch ungefähr 21% der Jugendlichen und Erwachsenen, die eine Schwerhörigkeit haben. Und natürlich vielen Menschen mit einer Hörbehinderung konnte man bisher schon helfen durch ein sogenanntes Cochlea-Implantat, also dass die Schnecke im Ohr ersetzt, also wo sich ja die Hörsinneszellen befinden. Aber das geht nicht bei allen gehörlosen Menschen. Von daher wird es eben trotz Cochlea-Implantaten nach wie vor auch Menschen geben, die gehörlos sind. Und wo wir da natürlich die Hauptbarriere haben in der Psychotherapie, ist in der Kommunikation. Wenn jemand nur eine leichte Höreinschränkung hat, dann kann man das noch gut kompensieren mit lautem und deutlichem Sprechen, mit Blickkontakt vor allem, dass die Menschen von den Lippen ablesen können. Aber wenn natürlich Menschen ganz gehörlos sind, dann ist man darauf angewiesen, entweder einen Dolmetscher zu haben. Also man kann das tatsächlich beantragen, auch bei der Krankenkasse, dass die Kosten für einen Gebärdensprachdolmetscher übernommen werden für eine Psychotherapie. Es gibt auch Vermittlungszentralen in den einzelnen Bundesländern, wo man solche Dolmetscher herkriegen kann. Aber natürlich ist der Idealfall, wenn Psychotherapeuten selbst eben die Gebärdensprache können,
weil eben einfach auch nicht alle Begriffe so leicht von der normalen Lautsprache in die Gebärdensprache übersetzt werden können. Also gerade bei Redewendungen, abstrakten Begriffen, beim Konjunktiv und so weiter ist es dann schon manchmal ein bisschen schwierig. Und deswegen ist es natürlich sehr hilfreich. Allerdings ist es so, dass es bisher leider nur sehr, sehr wenige Psychotherapeuten natürlich gibt, die Gebärdensprache können. Also auch da hat eine Erhebung gezeigt vor ein paar Jahren, dass es in Deutschland nur 18 Therapeuten gibt. Das ist natürlich viel zu wenig. Das deckt den Bedarf natürlich bei weitem nicht ab. Und was es aber gibt, das ist wichtig zu wissen für stationäre Behandlungen, also zum Beispiel die Klinik Mittelfranken in Erlangen oder die Psychiatrie Längerich in Nordrhein-Westfalen oder auch für Kinder und Jugendliche die Salus-Fachklinik in Uchtspringe in Sachsen-Anhalt. Die haben Stationen für gehörlose Menschen, also wo dann eben einfach auch das Personal in Gebärdensprache geschult ist. Dann das Thema Blindheit und Sehbehinderung. Man geht davon aus, dass es ungefähr 150.000 blinde Menschen gibt und 500.000 sehbehinderte Menschen. Hauptsächlich sind ältere Menschen betroffen. Zwei Drittel davon sind im Rentenalter, aber es gibt natürlich durchaus auch viele Jüngere. Und da ist ein wichtiges Thema, den Weg zur Praxis hinzukriegen. Da ist es natürlich hilfreich, wenn die Praxis gut erreichbar ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es ist auch hilfreich, wenn eine Wegbeschreibung vorliegt, ungefähr. Und dann ist auch wichtig, vielleicht zu wissen für Menschen, die keine Sehbehinderung haben, was denn für die Orientierung leicht oder schwierig ist. Viele denken, Treppen wären schwierig oder es würde um die Wegstrecke gehen. So ist es nicht. Also, was wirklich schwierig ist, sind zum Beispiel Ampeln ohne Blindensignalanlage. Also Blindensignal heißt, die Ampel macht einen Piepton oder sie vibriert am Drücker, wenn es grün wird. Das hat nicht jede Ampel. Das heißt, wenn es da keine sichere Überquerungsmöglichkeit gibt, dann ist es schwer. Oder auch große Plätze sind schwierig, wenn es wenig Orientierungsmerkmale gibt. Und dann vielleicht noch so ein paar praktische Tipps in einem Gebäude, wie man blinde Menschen führen kann. Also eine gute Methode ist, wenn Sie einem blinden Mensch Ihren Oberarm anbieten zum Festhalten, dann gehen Sie immer ein kleines Stückchen voraus. Und Richtungen müssen Sie dann gar nicht mehr ansagen, weil man das eben merkt, eben an Ihrer Gehrichtung. Das Einzige, was angekündigt werden sollte, sind natürlich Stufen. Und wenn man jemandem einen Stuhl zeigen möchte, kann man das zum Beispiel so machen, dass sie die Hand nehmen des blinden Menschen und die auf die Lehne vom Stuhl legen, sodass der blinde Mensch automatisch eine Orientierung hat, wo die Sitzfläche ist. Das ist viel angenehmer, wie wenn Sehende versuchen, blinde Menschen irgendwie so vor sich herzuschieben oder noch irgendwie runterzudrücken in Richtung Stuhl. Das habe ich alles schon so erlebt. Und das ist eben einfach deswegen wichtig zu wissen. Und dann das nächste, was zu beachten ist, ist eben, wie kann man miteinander arbeiten in Diagnostik und Therapie. Und da ist es eben so, dass blinde Menschen, so wie ich jetzt zum Beispiel, mit einem Bildschirmleseprogramm am Computer arbeiten, dass ein Text in Sprache überträgt. Oder eben sehbehinderte Menschen arbeiten häufig mit Vergrößerungen oder mit großgedruckter Schrift. Und dann kann man eben so miteinander arbeiten, indem man eben Dateien austauscht per E-Mail, per USB-Stick und so weiter. Und wenn jemand eben die technischen Hilfsmittel noch nicht hat, dann kann man eben auch zurückgreifen, zum Beispiel auf Tonaufnahmen, gerade jetzt zum Beispiel bei älteren Menschen oder jemandem, der noch nicht so lange die Sehbehinderung hat. Dann noch kurz zum Thema spezieller Behandlungsangebote. Es gibt eine Liste, da ist auch der Link in der Literaturliste, von Therapeuten, die im Bereich Blindheit und Sehbehinderung erfahren sind oder selbst betroffen sind.
Wenn jemand jemanden sucht, für den das nicht ganz neu ist, das Thema, diese Liste hat in der Zwischenzeit schon so um die 40 Einträge in Deutschland, also ist gar nicht mehr so klein. Und für stationäre Behandlungen gibt es die Klinikgruppe Mediclin, die vor ein paar Jahren sich spezialisiert hat auf die Bedürfnisse von Blinden und Sehbehinderten. Zum Beispiel, dass in den Gebäuden Orientierungshinweise sind, dass man auch einen Blindenführhund mitbringen kann und so weiter. Allerdings ist es so, ich habe jetzt in den letzten Jahren ein paar Mal gehört, dass es dort Personalfluktuationen gab und leider in manchen dieser Kliniken das Wissen so ein Stückchen verloren gegangen ist, was natürlich schade ist. Das heißt, man müsste sich im Einzelfall erkundigen. Ja, soweit mal zu den ganz pragmatischen Sachen, die notwendig sind, damit die Menschen in Behandlung sich begeben können. Und dann kommen wir im Grunde jetzt zum zweiten Thema, und das sind eben die Herausforderungen für Therapeutinnen und Therapeuten auf emotionaler Ebene. Was passiert bei uns emotional oder auch gedanklich, wenn wir konfrontiert werden mit einem Mensch, der ein Handicap hat? Und da ist im Grunde die normale Reaktion, dass es bei ziemlich jedem irgendwas emotional auslöst. In welche Richtung das geht, das ist natürlich individuell verschieden. Das hängt von den Prägungen ab, ob das eher positiv oder negativ ist, was man damit assoziiert und ob man eben emotional eher mit Mitleid oder mit Ablehnung oder mit Bewunderung reagiert. Und im Grunde ist es eben so, dass diese Reaktion, die emotional gezeigt wird, natürlich auch mit Gedanken zusammenhängt. Also wenn jemand mit sehr starkem Mitleid reagiert, dann hängt es eben häufig damit zusammen, dass man die Schwächen von dem behinderten Mensch ganz stark bewertet, dass man das als ganz schlimmes Schicksal empfindet und dass man deswegen eben einfach so viel Mitgefühl hat, weil man denkt, das ist ganz furchtbar, die Menschen können dann gar nichts mehr. Wenn jemand ablehnend oder aggressiv reagiert, dann kann eben so eine unbewusste Angst dahinter stecken, vielleicht selber mal behindert zu werden oder einfach so auch mit eigenen Schwächen oder mit der Gefahr, dass mal was passieren könnte, sich gar nicht auseinandersetzen zu wollen. Und es gibt aber auch Menschen, die sehr stark bewundernd sind. Da könnte man jetzt ja so intuitiv denken, das ist ja an sich positiv, wenn die das machen. Aber die Erfahrung von Menschen mit Behinderung ist eben einfach, dass diese Leute, die so übermäßig bewundernd sind, also und behinderten Menschen fast schon irgendwie übernatürliche Fähigkeiten zuschreiben und so das Gefühl haben, ein Behinderter kann alles kompensieren, dass die sich oft gar nicht mit dem gesamten Thema auseinandersetzen wollen und vor allem eben auch nicht mit der Kehrseite, dass man halt eben doch nicht alles kompensieren kann und doch noch Schwierigkeiten zurückbleiben. Und deswegen kann eben so eine übermäßige Bewunderung auch eine Methode sein, um eben alles, was schwierig ist im Zusammenhang mit einer Behinderung, abzuwehren. Und behinderte Menschen machen eben häufig die Erfahrung, dass solche extremen Bewunderer recht distanziert werden, wenn man mit ihnen versucht, irgendwie näher in Kontakt zu treten. Und was eben passiert, wenn man diese Emotionen bei sich und die Gedanken nicht hinterfragt, ist, dass eben auch im Kontakt mit Klientinnen und Klienten solche Heuristiken dann zur Anwendung kommen. Also eben einfach Annahmen, die verzerrt sind, sehr verallgemeinernd sind und nicht genügend an der Realität überprüft werden. Und das ist eben ein Problem, weil man ja dann nicht mehr in der Lage ist, den Menschen aufgeschlossen zu begegnen. Das Bild ist dann ein verzerrtes und es wird dann vieles in eine falsche Richtung bewertet und nicht nur extrem negativ oder positiv bewertet, sondern auch zum Beispiel, dass die Behinderung überbewertet wird, also der ein viel zu großer Raum beigemessen wird. Und das ist natürlich schwierig, das ist auch nicht angemessen. Und was das Ganze noch komplizierter macht, ist natürlich, dass nicht nur Menschen ohne Behinderung solche Emotionen und Heuristiken haben, sondern häufig auch Menschen mit einer Behinderung selbst.
Das heißt, die Aufgabe von Therapeuten ist eben, selber zu gucken, was ist bei mir los, was habe ich für Emotionen in Bezug auf diese Behinderung und für Gedanken, habe ich irgendwo Vorurteile, und am besten ist es natürlich, das auch zu verstehen, woher kommt es, ist es eine persönliche Prägung oder auch ein Einfluss vielleicht von der Gesellschaft, von Medien, von generellen Werthaltungen, Leistungsorientierung, Schönheitsidealen, was auch immer. Und eben gleichzeitig auch zu gucken, was hat der Patient oder der Klient oder die Klientin, was ist da. Und es geht auch nicht darum, als Therapeut sich diese Emotionen zu verbieten, sondern das Ziel ist, eben die so weit zu kontrollieren, dass man eben aufgeschlossen gegenüber den Menschen sein kann. Genau, und das Ziel ist im Grunde zu sehen, dass die Behinderung nur eine von vielen Eigenschaften ist. Zur Darstellung verwende ich da eben oft auch Gegenstände, dass man zum Beispiel, dass ich einen Becher nehme und viele ge kleine Gegenstände einfülle, zum Beispiel kleine Perlen oder Steinchen oder Münzen, und das eben einfach die Eigenschaften des Menschen repräsentiert. Und die Behinderung ist eben im Grunde nur eine dieser Eigenschaften und nicht jetzt eine riesige Eigenschaft. Also ich lege dann manchmal so einen Tennisball oben rein, dass man die anderen gar nicht mehr sieht. Das wäre ein unrealistisches Bild, nicht so eine riesige Eigenschaft, die alles andere überdeckt. Menschen mit einem Handicap sind natürlich genauso verschieden wie alle anderen Menschen auch. Dann ist es noch wichtig zu gucken, neben den ganzen emotionalen Reaktionen, was mache ich denn als Therapeutin oder Therapeut, wenn mir Kenntnisse fehlen über spezielle Behinderungen? Das ist im Grunde nichts Schlimmes. Davor müssen Sie auch keine Angst haben. Das geht jedem so. Und Menschen mit einer Behinderung erwarten auch gar nicht, dass man sich da super gut auskennt und alles weiß und alles kennt. Deswegen kann ich Sie wirklich nur ermutigen, dass Sie Fragen stellen. Wirklich individuell nach der Alltagsbewältigung, wie verschiedene Situationen gemeistert werden, auch nach dem emotionalen Umgang mit der Behinderung. Und in der Regel fassen Menschen mit einer Behinderung das auch sehr wertschätzend auf, dass sie ja daran auch merken, jemand hat Interesse und möchte wirklich wissen, wie der Alltag funktioniert. Problematisch wird es im Grunde nur dann, wenn man jetzt merkt, diese Fragen, es sind so viele Fragen da, dass dafür so viel Zeit drauf geht, dass es für die eigentlichen Therapiethemen fehlt. So soll es natürlich nicht sein. Das heißt, wenn man merkt, es nimmt viel zu viel Raum ein, dann kann es eine Möglichkeit sein, sich zu informieren über Literatur, über Selbsthilfegruppen, übers Internet und so weiter. Dann ist das nächste und dritte Thema eben die Planung und die Durchführung der Therapie. Genau, das hier ist einfach nur noch mal eine Zusammenfassung, welche Fragen relevant sind vor der Therapie. Das haben wir schon im Grunde bearbeitet, und eben letztendlich während der Therapie und im Therapieverlauf ist es dann eben einfach wichtig, zu gucken, ob man ein realistisches Bild hat von den Fähigkeiten und Grenzen des Menschen, ob man den Einfluss der Behinderung realistisch einschätzt, welche Rolle spielt es denn in Bezug auf das Thema, mit dem der Mensch kommt, wo sind auch die Ressourcen durch die Behinderung. Auch das ist ganz wichtig, weil natürlich eine Behinderung nicht nur ein Handicap ist, sondern eben einfach Ressourcen mit sich bringen kann, wie Anstrengungsbereitschaft, Frustrationstoleranz und so weiter. Und natürlich sollen auch die Themen gesehen werden, die nicht mit der Behinderung zusammenhängen. Und genau, jetzt ist so das Thema, wo ich gerne eine Anregung geben möchte, wie man denn, wenn man keine Erfahrung hat, rausfinden kann, was denn Themen sind, die therapierelevant sein können und mit der Behinderung in Zusammenhang stehen. Und um das rauszufinden, habe ich eine Einteilung geschaffen,
in verschiedene Aspekte, in die man eine Behinderung einordnen kann. Und auf diese einzelnen Aspekte werde ich jetzt im Nachfolgenden eingehen. Man kann zum Beispiel eine Behinderung einordnen, je nachdem, ob sie sichtbar ist oder unsichtbar. Eine sichtbare Behinderung wäre jetzt zum Beispiel, jemand sitzt im Rollstuhl oder jemand ist blind, hat einen Blindenlangstock. Und von jeder Behinderungsart gibt es im Grunde Vor- oder Nachteile. Die Vorteile von so einer sichtbaren Behinderung sind, dass man natürlich erkannt wird als behinderter Mensch. Es wird einem Verständnis entgegengebracht, man kriegt Hilfe angeboten, das Thema wird beachtet. Aber Nachteile können eben sein, dass man sehr stark stigmatisiert wird, also dass die Behinderung auch viel zu stark bewertet wird. Menschen mit einer sichtbaren Behinderung machen das oft auch selbst, dass sie selber die Behinderung sehr stark in den Vordergrund rücken und dass man eben nicht in der Gesamtheit wahrgenommen wird. Im Gegensatz dazu haben wir unsichtbare Behinderungen, wie zum Beispiel eine leichte Sehbehinderung oder eine Gehörlosigkeit, was sie jetzt einem Menschen nicht auf den ersten Blick anmerken würden. Und da ist eben der Vorteil, die Menschen werden eher in ihrer Gesamtheit wahrgenommen, mit all ihren Eigenschaften, aber die haben dann eine größere Herausforderung, immer wieder die Behinderung zu erklären und überhaupt Verständnis dafür zu erwecken, dass sie was haben, was sie haben. Und sie müssen im Grunde dann auch viel mehr um Hilfe bitten, weil natürlich andere Menschen das nicht automatisch merken. Dann gibt es das Thema bei einer Behinderung, nach der man es unterscheiden kann, ist die angeboren oder ist die später eingetreten? Das ist auch ganz wichtig. Jemand mit einer angeborenen Behinderung hat den Vorteil, dass er sich eben schon von Anfang an auf diese Situation einstellen konnte, mit allem, also mit der Schulausbildung, mit der Berufswahl, mit den Hobbys und so weiter, mit dem ganzen Lebensstil. Man muss sich im Grunde nicht umstellen, man hat auch nicht das Verlusterlebnis, man kennt es im Grunde schon so von Anfang an. Und die Nachteile sind aber, dass man auch von Anfang an mit den Schwierigkeiten konfrontiert wird, also auch mit der Reaktion der Eltern darauf, für die das natürlich auch nicht einfach ist, ein behindertes Kind auf die Welt zu bringen. Und das führt natürlich in einigen Fällen auch dazu, wenn Eltern keinen guten Umgang damit schaffen, dass eben Kinder mit einer Behinderung ein negatives Selbstwertgefühl entwickeln oder auch eine geringe Selbstwirksamkeitsüberzeugung, wenn ihnen einfach sehr wenig zugetraut wird. Oder man hat dann eben häufig auch die Themen, dass schon viele Krankenhausaufenthalte notwendig waren oder Operationen, also da auch viel Belastung oder eben von der Beschulung her, dass es entweder eine Sonderbeschulung war oder eine Beschulung auf einer Regelschule, was natürlich auch wieder eine gewisse Selektion mit sich bringt, entweder indem man nur unter Behinderten ist oder als einziges behindertes Kind unter Nichtbehinderten. Das sind einfach Themen, die beachtet werden müssen. Und genau bei den später eingetretenen Behinderungen ist es eben anders. Da hat man am Anfang seiner Entwicklung ja ganz normale Entfaltungsmöglichkeiten, aber dann kommt ein Verlusterlebnis. Und dieses Verlusterlebnis kann natürlich wirklich sehr, sehr erschütternd sein. Und wichtig da ist aber zu beachten, dass dieses Verlusterlebnis nicht immer gleich schlimm ist. Und da würde ich sagen, es hängt gar nicht nur so von der Behinderungsart ab, wie schwerwiegend es ist, sondern eben auch davon, wie denn eigentlich vorher das Leben war von dem Mensch. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, jemand, der vorher Architekt war und vielleicht in seiner Freizeit gern gezeichnet hat und fotografiert hat, für den ist es natürlich ein unglaublicher Verlust, blind zu werden. Hingegen jemand, der vorher jetzt vielleicht musiziert hat und gern gelesen hat und sich mit Freunden getroffen hat und so weiter und vielleicht in einem Beruf gearbeitet hat, irgendwo im Büro oder als Jurist oder so, für den ist es auch schlimm, aber natürlich nicht der gleiche Verlust.
Und also eine gute Methode, um sowas darzustellen, bildlich, ist im Grunde, wenn man sich einen Tisch vorstellt. Jeder Mensch hat ja im Leben verschiedene Standbeine, Beruf, Familie, Partnerschaft, Hobbys, Freunde und so weiter. Und wenn eben von diesem Tisch ein Bein verloren geht, dann steht er immer noch ganz stabil. Wenn aber da plötzlich zwei oder mehr Beine fehlen, dann wird es sehr, sehr kritisch, dann ist es bedrohlich. Und das ist immer ein Thema, das individuell angeguckt werden sollte. Dann ist es bei einer später eingetretenen Behinderung auch noch ein Thema, ob die plötzlich eingetreten ist oder ob sie eben fortschreitend war. Plötzlich ist eben durch einen Unfall zum Beispiel. Und da ist es eben so, dass bei einem plötzlichen Eintritt wirklich erstmal so viel im Alltag organisatorisch ansteht, dass man auch gar nicht so richtig zur emotionalen Bewältigung kommt und eigentlich erstmal so die grundlegenden Sachen neu organisiert werden müssen. Und erst wenn das so im Wesentlichen geschafft ist, dann kann die emotionale Bewältigung anfangen. Also das ist auch für die Behandlung wichtig, dass man nicht jetzt denkt, um Gottes Willen, da hatte jemand einen Unfall und der muss jetzt sofort irgendwie in ein emotionales Loch gefallen sein. Da ist wichtig, genau hinzugucken. Das ist anders bei einer fortschreitenden Behinderung. Also wenn es zum Beispiel durch eine Erbkrankheit gekommen ist oder durch eine schleichende Erkrankung, da hat man oft mehrere Phasen eben, dass man erst wirklich so den Schock hat von der Diagnose, dass eine Verdrängungsphase folgt. Und dann kommt wirklich eine Phase mit Traurigkeit, Verzweiflung, Wut aufs Schicksal und so weiter. Und dann erst eine Phase, in der man anfängt zu bewältigen. Und wichtig ist eben, die Menschen in diesen Phasen zu begleiten. Dann ist ein relevantes Thema, wie sind denn die Grenzen bei der Behinderung? Auch da gibt es Unterschiede bei einer Körperbehinderung. Wenn jemand zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, hat man sehr klare Grenzen. Wenn ein Rollstuhlfahrer vor einem Gebäude steht mit einer Treppe, dann kommt er eben nicht rein, egal wie sehr er sich anstrengt. Das ist eine klare Grenze. Und wenn jemand in seinem Alltag eben sehr oft mit klaren Grenzen konfrontiert wird, dann ist es eben so, dass es zu Frustration und Hilflosigkeit führen kann. Und es gibt aber auch eben Behinderungen wie zum Beispiel Sehbehinderung, Blindheit, Hörbehinderung und so weiter, wo die Grenzen nicht so klar sind, wo natürlich schon eine Beeinträchtigung da ist, aber die ist jetzt nicht ganz so eindeutig. Man kann eben trotzdem noch sehr viel schaffen mit sehr viel Zeit und Energieaufwand. Und es gibt eigentlich wenige Sachen, die gar nicht gehen. Und da ist dann eher so das Thema, dass man Prioritäten setzen muss und sich die Energie einteilen muss. Und wenn man eben zu viel macht, dann führt es zu Stress und Überforderung. Wenn man zu wenig macht, kann es eben zu Unzufriedenheit führen. Und ein weiteres Thema ist auch die Kommunikationsbeeinträchtigung. Die ist natürlich vor allem stark bei hörbehinderten Menschen. Das kann dazu führen, eben, dass man sich ausgeschlossen fühlt, Misstrauen entwickelt, sich eher dann vielleicht fühlt wie ein Mensch mit einer ethnischen Minderheit. Und das ist wichtig, das in der Therapie zu berücksichtigen. Und Menschen mit einer Körperbehinderung haben natürlich eben nicht so die Kommunikationsbeeinträchtigung oder Blinde und Sehbehinderte eben nur, wenn es um nonverbale Kommunikation geht. Dann ein weiterer Punkt ist das Ausmaß der Abhängigkeit. Abhängigkeit ist vor allem dafür entscheidend, wie stark man sich behindert oder gehandicapt fühlt. Also vor allem eben bei körperbehinderten Menschen ist es stark, wenn sie wirklich Hilfe brauchen bei Körperpflege zum Beispiel. Und oder bei blinden und sehbehinderten Menschen ist es ja auch oft so in unbekannter Umgebung, dass man da Hilfe braucht bei der Orientierung. Und dann fühlt man sich natürlich schon sehr stark beeinträchtigt und gehandicapt. Und Menschen jetzt zum Beispiel aber, die eine Hörbehinderung haben, die sind ja nicht so oft auf Hilfe von außen angewiesen. Da kann es dann eher passieren, dass die sich eben gar nicht so sehr als behindert wahrnehmen, weil sie ja im Grunde nicht so abhängig sind. Es ist ja eher eine Andersartigkeit in der Kommunikation.
Dann ein Thema noch, das Vorhandensein von Schmerzen sollte generell abgeklärt werden, also vor allem natürlich bei körperlichen Behinderungen, weil das die Lebensqualität natürlich stark beeinträchtigen kann. Und es ist auch wichtig zu gucken, hat jemand eine Einfach- oder eine Mehrfachbehinderung, weil eben eine Mehrfachbehinderung mehr ist als die Summe der einzelnen Behinderungen. Also man hat eine Wechselwirkung, zum Beispiel bei Taubblindheit. Die Kompensationsstrategien, die man eben als blinder Mensch einsetzt, die gehen nicht wegen der Gehörlosigkeit und umgekehrt ist es genauso. Das heißt, die Menschen brauchen deutlich mehr Assistenz im Alltag. Und dann haben wir natürlich auch noch so übergreifende Themen wie zum Beispiel Minderwertigkeitsgefühle oder Scham. Das ist eben auch wichtig abzuklären. Ist sowas vorhanden? Das kann eben aus Prägungen herrühren oder von Ausgrenzungserfahrungen oder auch von gesellschaftlichen Idealvorstellungen, denen man vielleicht nicht mehr so das Gefühl hat, gerecht zu werden. Ja, und diese Aufstellung, die ist jetzt natürlich nicht erschöpfend. Es gibt durchaus noch weitere Themen, die mit der Behinderung zusammenhängen können, aber das soll Ihnen jetzt einfach mal so eine Übersicht geben, anhand derer Sie eine Behinderung einordnen können und einfach schon mal so ein bisschen eine Idee kriegen, was man denn vielleicht abklären und abfragen könnte. Und das letzte Thema, worauf ich noch eingehen möchte, sind eben die Fertigkeiten, die für Menschen mit einem Handicap relevant sind, um im Leben gut zurechtzukommen. Auch das ist natürlich nicht bei allen gleichermaßen der Fall. Es muss nicht bei jedem alles bearbeitet werden. Vieles bringen die Menschen ja auch schon mit. Aber trotzdem ist es auch da hilfreich, schon mal so ein bisschen Ideen zu haben. Und das eine, was ganz wichtig ist, ist eben die Kompensation. Und das überlappt sich jetzt mit dem vorherigen Thema. Die hängt natürlich stark damit zusammen, was für eine Art von Handicap wir haben, ob die Grenzen klar sind oder nicht. Bei klaren Grenzen ist Kompensation eben, dass man eine Umgebung vor allem schafft, wo wenig Hürden auftreten. Barrierefreie Wohnmöglichkeit zum Beispiel oder barrierefreie Einkaufsmöglichkeiten und so weiter und Freizeitmöglichkeiten. Und wenn die Grenzen eben nicht so klar sind, geht es um Prioritäten und Energieeinsatz. Und dafür, genau, würde ich noch gerne eine Impact-Technik vorstellen, die ich sehr häufig einsetze in dem Bereich, wenn es um Prioritäten und Energieeinsatz geht. Die habe ich auch gespendet für einen Methodenschatz. Man braucht dafür mehrere unterschiedlich große Becher. Und die Becher stellen im Grunde die Zeit oder Energie dar, die jemand hat am Tag. Und die Klienten können sich dann eben, je nachdem, wie viel Zeit und Energie da ist, den Becher aussuchen. Und man hat dann noch unterschiedlich große Kieselsteine für die Alltagsaufgaben. Und Stein ist umso größer, je mehr Zeit oder Energie diese Aufgabe benötigt. Und dann kann man im Grunde die Klientinnen und Klienten auffordern, diese Steine der wichtigen Aufgaben in den Becher einzufüllen. Und viele merken dann eben, da passt ja gar nicht alles rein. Und dann kann man sich eben gemeinsam auf den Weg begeben, eine Lösung zu suchen. Zum Beispiel, indem man Prioritäten setzt, bestimmte Steine einfach rausnimmt, also bestimmte Tätigkeiten weglässt, nicht alles jeden Tag macht zum Beispiel oder was delegiert, eine Haushaltshilfe. Oder man kann auch gucken, findet man vielleicht eine kreative Lösung oder kann man Hilfsmittel einsetzen. Also kann man zum Beispiel so einen vorhandenen Stein kleiner machen, damit er eben noch reinpasst in die Dose. Was auch wichtig ist in dem Kontext, also ist auch den Kontakt zu fördern zu anderen Betroffenen, weil das natürlich ganz wichtig ist. Es muss nicht jeder das Rad neu erfinden. Man kann viel lernen von anderen, was für Hilfsmittel die einsetzen und genau und ja, welche Möglichkeiten, die vielleicht auch kennen, an Informationen ranzukommen und so weiter.
Dann das nächste wichtige Thema ist der Selbstwert. Und da hat sich's aus meiner Sicht bewährt, wenn man Menschen mit einer Behinderung anregt, verschiedene Vergleichsnormen zu haben. Also nicht nur Menschen eben ohne Behinderung, weil da ist immer so die Gefahr eben, dass man dann die eigenen Schwächen zu stark sieht. Es ist wichtig, auch eine zweite Vergleichsnorm zu haben, und zwar Menschen mit einer ähnlichen Behinderung, dass man eben die eigenen Stärken auch ausreichend wahrnehmen kann. Und die andere Norm mit den Nichtbehinderten ist natürlich wichtig, weil man ja schon auch sich anpassen möchte und zurechtfinden möchte in der normalen Gesellschaft. Darüber hinaus ist es wichtig, auch Menschen mit einer Behinderung klarzumachen, dass Abwertungen oft auch wirklich ja sehr subjektiv sind, dass das nicht als Tatsache begriffen werden sollte, dass man jetzt tatsächlich irgendwie weniger kompetent oder weniger liebenswert ist als jemand anderes. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, und auch dazu habe ich eine Impact-Technik, ist so die Anregung zu einem Menschenbild, das die Einzigartigkeit des Menschen eben in den Vordergrund stellt. Man kann dazu eben auch einen Becher nehmen mit verschiedenen kleinen Teilen drin, kleinen Gegenständen, Perlen, Münzen und so weiter, die unterschiedliche Farben haben oder Formen. Und man kann dann zum Beispiel die Klienten bitten, zwei oder dreimal diese Anordnung der Gegenstände zu verändern, indem man zum Beispiel den Becher schüttelt oder indem man da drin rumrührt, sodass sich einfach ein anderes Muster ergibt. Und dann kann man im Grunde auch fragen, welches Muster den Klienten am besten gefallen hat. Und dann kommt häufig eine Präferenz zum Vorschein. Und im Grunde kann man dann das als Grundlage nehmen, um darzustellen, auch wenn eben die gleichen Eigenschaften enthalten sind. Also eben die gleiche Menge an kleinen Gegenständen in dem Becher oder bei einem Mensch eben die Summe der Eigenschaften, auch wenn die gleich sind. Die Anordnung ist eben dafür entscheidend, wie es wahrgenommen wird. Also jeden Mensch gibt es ja im Grunde nur einmal, auch wenn er ähnliche Stärken oder Schwächen hat wie jemand anderes. Aber die individuelle Ausprägung, die kann man eben kein zweites Mal bei jemand anderem finden. Und deswegen kann es eben auch vorkommen, dass jemand, obwohl er bei sich ausgeprägte Schwächen wahrnimmt, für jemand anderen trotzdem liebenswert erscheint oder kompetent ist und trotzdem wertgeschätzt werden kann. Und dann noch das Thema soziale Kompetenz. Das ist natürlich auch für uns alle wichtig, aber vor allem eben auch für Menschen mit einer Behinderung. Da geht es natürlich vor allem darum, zum Beispiel die Behinderung zu erklären, wenn sie unsichtbar ist, oder bei einer sichtbaren Behinderung um Hilfe zu bitten oder auch unerwünschte Hilfe kompetent und adäquat ablehnen zu können. Also das sind dann Sachen, die kann man sehr gut auch im Rollenspiel üben, wenn jemand da Bedarf hat in dem Bereich. Dann ist noch ein wichtiges Thema eben die Frustrationstoleranz, weil wirklich Menschen mit einem Handicap verstärkt Frustrationen erleben in allen Lebensbereichen, egal worum es geht, einfach viel Organisationsaufwand natürlich durch die Behinderung selber oder eben auch bei der Arbeitssuche, bei der Partnersuche und so weiter. Und da ist es oft hilfreich, wirklich auch die Leute zum Austausch mit anderen Betroffenen zu ermutigen, dass sie einfach sehen, sie sind nicht allein mit den Themen. Man kann sich gegenseitig Mut machen, man kann gegenseitig auch positive Erfahrungen austauschen. Und als letztes habe ich jetzt noch das Thema Akzeptanz. Auch das ist natürlich wichtig, weil nicht jeder schwierige Zustand natürlich kompensiert werden kann. Deswegen ist wichtig, auch da zu gucken, dass die Aufmerksamkeit möglichst im Hier und Jetzt ist, dass man auch Positivem einen Raum gibt oder dass man eben einfach auch guckt, wie sind die eigenen Werthaltungen, wie kann man die psychische Flexibilität fördern und so weiter, dass eben das, was unveränderlich ist,
auch gut akzeptiert werden kann. Auch das ist jetzt natürlich keine erschöpfende Liste von Fertigkeiten, aber gibt Ihnen vielleicht einfach auch schon mal ein bisschen eine Anregung, worauf Sie achten können in der Arbeit mit der Personengruppe. Und ja, dann wäre ich auch schon mit meinem Vortrag am Ende. Genau, abschließend einfach noch zur Zusammenfassung. Es ist gar nicht entscheidend, ob man sich gut auskennt mit dem Thema Behinderung. Man muss auch gar nicht selber davon betroffen sein, um jemanden mit einer Behinderung gut therapieren zu können, sondern am allerwichtigsten ist eben die Aufgeschlossenheit, die Neugier für das Thema. Und im Grunde, also ist auch meine Erfahrung, dass wir aus der Arbeit mit behinderten Menschen wirklich auch ganz arg viel mitnehmen können für die Arbeit mit eben allen anderen Klientinnen und Klienten, weil ja so solche Grundthemen auch bei anderen vorkommen. Also auch andere Menschen haben ja häufig das Thema, dass sie ihre Defizite sehr stark sehen oder sich an überhöhten Standards orientieren oder einfach wenig zufrieden sind mit sich selbst oder irgendwo an Grenzen stoßen. Und diese Methoden können eben für Nichtbehinderte dann in so einem Fall ebenso angewandt werden. Ja, dann danke ich Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe sehr, dass Sie was mitnehmen konnten für die Arbeit. Ja, vielen Dank, liebe Christina, für diese wirklich so geballten, nützlichen, praktischen und auch sicherheitsschaffenden Informationen und Empfehlungen, die du hier uns gegeben hast. Da bin ich sehr froh, dass doch das, was du hier uns erläutert hast, im Handout über den Methodenschatz zugänglich ist. Schön, dass du auch die Impact-Techniken, die du geschildert hast, hier als Beitrag zum Methodenschatz gespendet hast. Vielen Dank dafür. Ja, dann übergebe ich mal an Frauke, die hier das jetzt weiter moderieren wird. Ja, vielen Dank, Christina. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass diese Informationen, manchmal sind es ja Kleinigkeiten, ne? Also ich fand jetzt zum Beispiel diesen Tipp, dass man die Hand auf die Stuhllehne legt, was ein ganz anderes Gefühl ist, und wo man sofort spürt, der Therapeut hält den richtigen, er unterstützt mich, aber er hält den richtigen Abstand, er lässt mir meinen Raum, er traut mir auch zu, das selber zu finden, was so kleine Gesten dann schon ausmachen können, im Erleben und im Kontakt. Und wie man da schon mit kleinen Zeichen vielleicht viel erreichen kann, sozusagen. Also fand ich sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank. Und ich würde mal mit einer Frage einsteigen, auch zum Thema Selbstwert, weil du ja auch gesagt hast, es ist wichtig, zwei Normen zu haben als Selbstwert. Und ich stoße immer wieder auf die Idee oder die Frage, auch in den Selbstwertseminaren, dass Klienten oder auch Therapeuten sagen, das Ziel ist, dass jemand komplett unabhängig von den Rückmeldungen anderer wird. Und habe immer so ein bisschen den Verdacht, dass man sich das, wenn man wirklich ganz viel konfrontiert ist mit Rückmeldungen von anderen Menschen, nochmal anders beurteilt. Und wollte mal fragen, wie siehst du das denn? Ist das möglich? Wäre das wirklich ein Ziel, was man für behinderte Menschen haben könnte, dass sie komplett unabhängig werden? Oder ist es unrealistisch oder vielleicht auch gefährlich? Also so intuitiv würde ich jetzt mal sagen, ich halte es für nicht sehr realistisch, sowas zu schaffen. Also generell für alle Menschen und natürlich erst recht für Menschen mit einer Behinderung. Ich glaube, das Ziel, ich würde es ein bisschen modifizieren. Ich würde nicht sagen, unabhängig werden von Rückmeldungen, aber Rückmeldungen hinterfragen. Also immer bei dem Feedback gucken, ist es angemessen oder nicht und woran kann ich denn merken, ob das ein angemessenes Feedback ist. Also kann vielleicht der andere Beispiele benennen. Ist es ein konkretes Feedback, wo ich mich jetzt selber hinterfragen muss, ob ich in meinem Verhalten was ändern kann? Oder ist es was, wo ich eben merke, okay, jemand kann keine Beispiele nennen. Und es beruht vielleicht eher auf Vorurteilen oder auf einer persönlichen Werthaltung, die die andere Person hat, die mich selber gar nicht betreffen muss.
Und das heißt, der große Schutzfaktor wäre, dass man seine eigenen Kriterien hat, seine eigenen Erfahrungen und das, was einem entgegengebracht wird, daraufhin überprüft und filtert. Und dann das Hilfreiche, was in so einem Feedback vielleicht drin steckt, die Veränderungsmöglichkeiten, die einem das Leben tatsächlich leichter machen würden, umsetzt und den Rest aber bei der anderen Person belässt. Und das gut Richtig, zu können. richtig. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass es auch häufig eine ganz schwierige Entscheidung ist, auf welche Schule ich, oder warte, ich sage nochmal irgendwie. Ich würde gerne noch eine andere ganz praktische Frage stellen. Und zwar, ich glaube, es ist häufig sehr schwer zu entscheiden, auf welche Schule ich mein Kind schicke. Ob ich es auf eine inklusive Schule schicke oder auf eine Förderschule. Wo siehst du die Vor- und die Nachteile? Was kann man gegeneinander abwägen? Richtig. Also bei einer inklusiven Beschulung sehe ich eben die Vorteile drin, dass das Kind in der Familie bleiben kann, dass Kontakte zu Nichtbehinderten natürlich permanent da sind. Das ist ja was, was für spätere Leben auch gebraucht wird, also die Fähigkeit, sich in der Nichtbehindertenwelt zurechtzufinden. Nachteil von einer inklusiven Beschulung, finde ich, ist, dass eben die Kinder keinen Kontakt haben in der Schulzeit mit anderen Behinderten. Also es ist kein Vergleich möglich, wo stehe ich im Vergleich zu anderen, die das gleiche Handicap haben. Man sieht sich immer nur im Vergleich zu den Nichtbehinderten. Und das kann natürlich schon eine Schwierigkeit sein. Bei der Sonderbeschulung sehe ich eben die Vorteile drin, dass man also in Bezug auf die Behinderung wirklich ganz spezifisch gefördert wird, dass man einfach vielleicht auch noch mal als Kind mehr Anregungen kriegt für Kompensationsmöglichkeiten, Hilfsmittel und so weiter. Und dass natürlich viel Kontakt da ist zu anderen Betroffenen, von denen man lernen kann. Aber natürlich der Nachteil, gerade weil es ja wenige behinderte Kinder gibt, man muss oft aus der Familie raus. Es ist oft mit einer Internatsunterbringung verbunden und es fehlt eben oft der Kontakt zu anderen Nichtbehinderten. Und das ist dann häufig wirklich eine sehr große Umstellung nach der Schulzeit. Also da kenne ich auch einige Betroffene, die sich dann wirklich schwer tun, ohne dieses beschützende Umfeld zu sein. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, dass jede Familie das individuell entscheidet in Abhängigkeit von der familiären Situation und von den Möglichkeiten, die da sind und eben auch von den Möglichkeiten und der Persönlichkeit des Kindes. Ja. Okay, ja, vielen herzlichen Dank. Und auch hier sieht man, es ist einfach, es wäre einfach toll und sehr hilfreich, wenn wir so eine sehr ausdifferenzierte Landschaft hätten, weil die Behinderungen so vielfältig sind, die Persönlichkeiten so vielfältig sind, dass man da einfach auch vielfältige Angebote machen kann. Und wir als Psychotherapeuten, Berater, Coaches vielleicht, unsere Aufgabe ist, dabei zu unterstützen, den ganz individuellen Weg zu finden. Ja, da hätte ich gerade für mich als Psychotherapeut noch eine Anschlussfrage. Nach deinem Vortrag habe ich den Eindruck gekriegt, was sicher auch ja zum großen Teil stimmt, dass alle Probleme, die die Menschen mit Behinderung in die Psychotherapie oder Beratung bringen, dass die auch mit der Behinderung zusammenhängen. Da fühle ich mich natürlich als weniger behinderter Normalpsychotherapeut nicht so kompetent. Ich habe von dir da sehr viel Ermutigung bekommen. Also ich habe sowieso gelernt im Lauf meiner beruflichen Entwicklung, dass ich es wissen will und neugierig sein darf und vor allem in Bereichen, wo ich mich nicht auskenne, dass es gut ankommt und dass dieses Nichtwissen und Wissen wollen geschätzt wird. Mich würde interessieren, kann ich mich aber auch darauf einstellen, dass ich mit Problemen konfrontiert werde, die mit der Behinderung eher weniger zu tun haben, so dass ich dann sozusagen in meinem Wohlfühl-Normalgebiet als Psychotherapeut zu Hause bin, oder muss ich immer davon ausgehen, dass ich den Bereich Behinderung immer mit auf dem Schirm haben muss?
Also da kann ich dich beruhigen. Du darfst da auf jeden Fall auch dich darauf einstellen, natürlich, dass Menschen mit einer Behinderung auch wegen anderen Themen kommen können. Also deswegen ist es wichtig, wirklich am Anfang zu gucken, wegen was sucht jemand Hilfe. Ich habe das auch schon so erlebt, also dass jemand zum Beispiel kam wegen einer Zwangsstörung oder wegen einer Essstörung oder Depression und die Behinderung halt im Hintergrund schon lang da war, aber jetzt gar nicht wirklich Thema ist und gar nicht so viel Beachtung gebraucht hat. Aber natürlich gibt es auch diejenigen, die vor allem eben wegen der Behinderung Themen haben. Wie gesagt, es muss nicht sein. Es ist immer wichtig am Anfang natürlich das zu prüfen. Und es ist nicht nur so, dass man dann da als Behindertencoach fungieren muss. Natürlich kannst du auch deine ganz normalen Themen behandeln, wie in jeder anderen Therapie auch. Ich Vielen glaube, Dank. das ist ein gutes Schlusswort, dass wir das mal so ein bisschen dann auch in die Relation setzen. Wir danken dir ganz herzlich, Christina, für diese vielen praktischen und alltagstauglichen ja, Tipps, Know-how und Wissensvermittlungen. Und genau, wünschen dir einen schönen Nachmittag. Und genau, ich freue mich auf den nächsten Kontakt. Ja, vielen herzlichen Dank auch an euch. Euch auch einen Ja. schönen Nachmittag. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Peace.